Kein Wunder, rede ich jetzt einen Kilometer die Sekunde. Atmen tue ich durch den Hintern. Habe ich im Yoga gelernt. Und Leute, glaubt mal nicht, dass mich irgendjemand mit dem SUV in die Schule bis direkt vor die Tafel gefahren hat. Hm? Euch auch nicht, oder? Zum Glücklich, der Schulweg war doch die wichtigste Zeit, da wurden lebensnotwendige Informationen ausgetauscht. Ja, wenn der Scholli mit mir da nicht Schluss gemacht hätte, dann wüsste ich doch bis heute nicht, dass wir zusammen gegangen sind.